Und damit willkommen zurück zu Nightingale. Ich hatte eine kleine Pause zu der letzten Episode und ich habe mal mit dem Basisbau angefangen. Und ich war so schlau und habe das Erdgeschoss hier mit Steinen gemacht. Das hat ein bisschen gedauert zum Sammeln. Und hier oben, das mache ich hier mal aus Holz. Ich zeige euch mal ganz kurz die Idee von dem Ganzen. Es ist noch ein bisschen dunkel hier drin. Hier unten möchte ich so ein bisschen Lager und Werkstätte hinbauen. Ich bereue es ein bisschen, dass ich hier keine Fenster gemacht habe. Hier so die Treppe nach oben und dann so Wohnbereich, vielleicht auch noch ein bisschen was zum Basteln und so. Und das Schöne ist, man kann das alles als Blueprint erstmal vorbauen und dann zeigt er einen an, was man jetzt insgesamt noch braucht. Also wir brauchen Holzbündel, Pflanzenfaser, 146 und Stücke. Jo, dann würde ich sagen, werden wir das mal sammeln und werden erstmal diesen Wald hier klein machen. So, erstmal alles einsammeln. So. Spielen wir mal den IKEA-Simulator. So, kaputt, dankeschön. Alles weg hier. So, ein Lagerfeuer bräuchte man auch noch bei Gelegenheit. Oh, wir haben ein Holz. Schlafsack. Was? Schließen. Ach, jetzt habe ich mein Teil kaputt gemacht. Das ist natürlich sehr praktisch. Ist jetzt Staub. Und unsere Axt sollte man bei Gelegenheit mal reparieren. So, einsammeln. Dankeschön. Ja, nächster Baum. Ach ja, ich dachte übrigens, man kann sich einfach mal voll machen. Man geht einfach langsamer. Aber man wird immer langsamer, je schwerer man überladen ist. Es ist noch interessant, wie sie das umgesetzt haben. Aber warum auch nicht, ne? So. Nehmen wir also alles noch mit. Ihr seht's, man ist jetzt echt langsam. Also zu extrem überladen ist auch doof. Oh, das nehme ich mal noch mit. Ob ich das von außen erreichen kann? Komm. Kann ich? Nee. Ich muss rein. Oh, komm, kleines Stück noch. Nice. Okay, was mache ich jetzt noch? Zeig nochmal. Holzbündel, 21 von 150. Pflanzenfaser halt extrem viel. Okay, und wir müssen mal unser Werkzeug hier reparieren. Und später irgendwann mal zu diesem Händler. So, nehmen wir hier mal alles mit. So. Oh, vor allem die da brauchen wir. Sehr gut. Ist natürlich, wenn man so ein Bauprojekt hat, ein bisschen monoton. Aber gehört alles dazu. Ja. Holzbündel. Dankeschön. Oh, schaut mal. Wir haben Besuch da hinten. Wo sind die Holzbündel hin? Da. Kann ich nicht wegrollen. Das da können wir auch wegmachen. Ich habe mal da einen schönen neuen Bauplatz hier. Dankeschön. Bleib da. Dankeschön. Du gibst Stücke. Das hätte ich gern mitgenommen. Das auch. Naja, Bären später fürs Essen. Gratis Essenz. Später für den Händler. Ja. Dankeschön. Nochmal Essenz. Nice. Das wurde jetzt schnell dunkel. Ob es in der Dunkelheit Überraschungen gibt. Ja.
Mit dem Holz? Da. Okay. Gehen wir mal abladen. Und dann glaube ich, gehen wir mal ins Bett. Nice. So, Schlafsack. Bist du? Pflanzenfaser. Ah. Untersuchen. Loser Untergrund. Ausruhen blockiert. Zugangsmangel aufgrund von Umweltbedingungen. Fand ich dich. Fand ich dich eigentlich. Nein, Moment. Wozu? Ja, geht nicht. Soll ich das irgendwie kaputt machen? Ah. Gut, dann. Wenn wir den Schlafsack erstmal hier drin platzieren. Da, wo man nichts sieht. Geil. Handbuch bauen. Das war ausruhen. Stöcke, ich habe keine Stöcke. Erstmal hier. Brauchen noch drei Stücke. Stücke, Stücke, Stücke. Einsammeln. Dankeschön. Was? Achso, er ist es. Ja, Gott sei Dank hat er nichts gegen uns. Zumindest noch nicht. Ja. Dankeschön. Und der Rest bitte da rein. Oh, geil. So. 16 Stücke noch. Okay, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Okay, kann ich jetzt schlafen bei dir? Cool. Nice. Wieder hell. Ja, ich glaube, ich mache bei dem Wald hier weiter. Oh ja, wir sind's. Yep. Alla, da hat mir jetzt einfach mal Leben abgezogen. Gut, ist ja nur ein Baum, der auf mich raufgefallen ist. Muss man aushalten. So, her damit. Okay. Also wegbleiben beim Baumfällen. Gut, hier die nächsten. Nicht auf mich rauf. Dankeschön. Ah, erinnert mich ein bisschen auf Sons of the Forest. Da habe ich mal das Display damals von Hongkong gesehen. Wo er da den halben Wald hier einfach mal wegrodet wegen seinem Bauprojekt. Hat aber schlussendlich ganz cool ausgesehen, sein Haus. Wäre jetzt aber gerade kein Spiel für mich, was ich jetzt unbedingt anfangen müsste. Irgendwie ein Baustellenofen. So, her damit. Und einmal abladen. Sollen wir die Feuerstelle dann oben machen oder unten? Unten wird irgendwie mehr Sinn machen, ne? So. Nice. Also wir brauchen jetzt nur noch Stöcke und Pflanzenfasern. Gut. Sollten wir hinkriegen. Und jetzt sind hier die ganzen Kleinen da. Alles einruhen hier. Alter, der mäht einfach mal alles nieder hier. Das ist mir eh nichts, oder? Nö. Also. Wenn ich das nächste Mal Holz brauche, dann laufe ich dir einfach mal hinterher. Geht ja viel schneller. Oh, das brauche ich jetzt aber nicht mehr.
Einfach meine ganze Schneise hier. So, ich stecke. So, das müsste es aber dann langsam mal reichen. Dann wir mal zurück. Müssen ja nicht unnötig hier alles einsammeln. Was habe ich denn da? Ach so, nochmal so ein Holzbündel. Upsale. Einmal rein hier. So, und da rauf. Oh, geil. Damit wäre der Bau abgeschlossen. Geil. Mit schöner Aussicht. Okay, das gefällt mir. Ich glaube, wobei soll ich das... Ja, es wird schon Sinn machen, das Lagerfeuer hier drin zu machen. Handbuch herstellen. Einfache. Nee. Kochen. War denn das? War das bei Bauen? Lagerfeuer. Okay, platzieren. Ich würde mal sagen, hier das oder dann. Gut. Steine. Ja, genau die Sachen, was ich vorher die ganze Zeit nicht eingesammelt habe, aber okay. Kriegen wir hin, da unten sollten ein paar Steine rumliegen. Wie zum Beispiel hier. Okay, immerhin, wir sind ein bisschen zu schwer. Steinblock brauche ich eigentlich gerade nicht. Leder. Holzbündel, was, ablegen. Nee, wir machen das anders. Wir tun das extrahieren für die Essenz. Bestätigen. Das hier auch. Und dann passt es erstmal wieder vom Gewicht her. Hier wird nichts weggeschmissen. So, das sollte reichen. Gott sei Dank ist es nicht immer plus 1, sondern teilweise, wie man sieht, ja eh plus 4, plus 3 etc. Dö. Nice. Und ich habe auch Fleisch zum Braten. Sogar neunmal. Brennstoff. Ja, mach mal. Schließen, herstellen. Machst du es jetzt neunmal? Ja. Gut. Und wir haben hier drin ein bisschen Licht. Dann würde ich auch noch die anderen Sachen hier reinbasteln. Beziehungsweise ich schaue noch mal, ob ich die nicht versetzen kann. Gegenstand her untersuchen. Nee. Oder lasse ich das draußen? Anglerkorb. Die Sachen müssen wir ja auch noch mit rübernehmen. Okay, nee, wir bauen das hier neu. Handbuch. Bauen. Einfache Werkbank platzieren. Profitiert von dem, so wie es aussieht. Okay. Handbuch bauen und Gerbstation. Kriegt auch ein Boni. Ja, passt. Holzbündel, Pflanzenfaser, Stöcke. Pflanzenfaser. Okay. Holen wir das mal schnell. Ist ja nicht weit weg. Dankeschön. Ah, da liegt ja eh noch ein bisschen was rum. So, damit. Ich glaube, das müsste schon reichen. Und Pflanzenfasern.
Da, noch mehr Holzbündel. Ach, die Schneise von dem einen. Okay. Ich meinte, das müsste schon wieder reichen. Was ist unsere Hütte? Oh, schaut mal, wie geil es aussieht. So, ich würde mal sagen, da gibt es mal ein Foto davon. Maximaler Schönbau. so, einmal so und einmal so. Was? 5 Holzbündel. Doch zu wenig. Na, dann klaue ich mal die da hinten. So. Etwa 5, immer noch ein paar mit. Södeli. Aber. Passt. Einfache Schleuder. Das wollte ich eigentlich auch noch basteln, ne? Oder habe ich die nicht schon mal gebastelt? Mal kurz gucken. Ah, das ist so Bergmannspickel. Den können wir eigentlich extrahieren, weil da habe ich schon das Richtige gebastelt. Okay. Schleuder. Automatisch. Läuft. Und fertig. Wo ist die jetzt? Ah. Okay. Dann würde ich mal den Hammer hier wegnehmen. Und die Schleuder hier rein. Lea, was brauchst du als Munition? Reload? Giftmurmel, einfache Steinwurfel, Sandstein, Metallkugel, Feuermurmel, Eismurmel, Blitzmurmel. Einfache Steinmurmel. Wie mache ich denn das? Mache ich das auf der Werkbank? Gegenstand herstellen? Ah, da! Steinmurmel. Automatisch ausfüllen. Alles. Quantity. Mal 60 Schuss. Ja, here we go. Los geht's. Ja, braucht knapp eine Minute. Okay. Bezüglich Werkzeug. Provisorische Holzaxt. Richtige Holzaxt wäre irgendwie geil. Gibt schon das Sammeln fürs Erste. Die richtige Holzaxt braucht einen Steinblock. Das können wir besorgen. Jetzt nur mal ganz kurz gucken. So, wir müssen halt jedes Mal so nachladen. Aber gefällt mir. So, Steinblock. Stein. Ah, das sind alles. Komm doch. Das sind alles Erze, die ich noch nicht brauche. Und den Stein kann ich leider nicht abbauen. Das finde ich ein bisschen doof. Aber okay, ist wie es ist. Ach, da hinten. Stein! Komm her. Was war's das da? Dankeschön. Hallo, Steinblock. 3 Steinblöcke. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Gut, und weg hier. Und dann zum Händler. Aber ich will erstmal die Ausrüstung verbessern. So gut, wie es halt geht. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir die Nähbank dann haben, dann kriegen wir so Lederausrüstung. Sprich, wir müssen dann nochmal jagen gehen. Da hinten waren ja ein paar Wölfe. 2 davon habe ich schon getötet. Ich musste hin wegen einem Stein. So, Futter. Sammeln. Dankeschön. Herstellen. Einfache Holzaxt.
Mal ich ausfüllen, herstellen. Okay. Provisorische Holzaxt. Einfache Holzaxt. Provisorisches Jagdmesser. Also machen wir richtiges einfacher Hammer-Sandstein. Ne, das passt. Kann ich eigentlich den Hammer... Ne, den... Kann ich den... Ja, okay, geht nicht. Wo ist das jetzt hin? Provisorisch, bitte extrahieren. Dankeschön. Jagdmesser. Einfaches Jagdmesser. Ausfüllen. Ja, damit. Cool. Einfaches Jagdmesser. Das machen wir weg. Extrahieren. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Sichel. Gut. Sichel, Sichel, Sichel. Einfache Sichel. Erstellen. Passt. Dann wären wir jetzt eigentlich ready to go. So, wo ist die? Da ist sie. Extrahieren. Perfekt. Ich lasse den Schirm jetzt einfach mal drin. Der Händler. Guck mal nochmal auf die Karte. Wilhelms Essenzhändler da unten. Heißt, wir müssen in die Richtung schauen. Ja. Gut. Bevor wir das machen, futtern. Wo ist mein ganzes Essen hin? Ach so, das ist ja. Öfter 9. Wie konnte ich das nochmal machen? Wie ging denn Essen jetzt nochmal? 9? Hä? Achso, F. Ah. Gut. Passt. Was macht eigentlich die Ledersituation? Wir haben Riemen. Leder haben wir 5. Ich würde diese Schleuder gerne mal ausprobieren. Und auch, was haben wir hier Schönes? Nix. Oh doch. Gebratenes Fleisch. Neues? Oh, Wildsau. Geil. Die zwirbelt. Aber so ein Auto-Reload wäre jetzt irgendwie nur geil. Holy moly. Das ist geil. Oh, her damit. Wird nicht verschwendet. Mehr. Neues. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, kein Dorf. Kann eigentlich der Küste soweit hier folgen. Und ich merke gerade, ich muss mal ganz kurz eine Schnittpause machen. Ich bin gleich wieder da. Und schon bin ich wieder da. Hab noch was am Ton einstellen müssen. Ah, schön hier. Also grafisch braucht sich das Spiel hier wirklich nicht verstecken. Gut. Oh, Kiste. Okay, Fleisch. Was haben wir hier Schönes drin? Heiltrank. Durchtränken Sie aus mit dieser Infusion.
Ja, her damit. Ist hier eine Schlange oder sowas? Oh, auch eine Kiste. Ja. Alles hin. Hier ist was. Ach, das ist wieder so ein Hoffnungsecho. Ja, will ich jetzt nicht lesen. Aber ihr könnt es gerne passieren. Ach, das gibt Essenzstaub 216. Das sollte ich wirklich sammeln. Großer Turm. Lass mich raten, das ist da drin. Ja, sieht so aus. Wetten, dass der besetzt ist. Anderen Überlebenden helfen. Moment, sind jetzt einfach mal andere Spieler hier? Die Company? Ist das ein Spieler? Nee, oder? Oder doch? Guten Tag. Wer bist denn du? Ah, wieso? Sie sind die einzige gute Seele, die wir bisher in dieser Welt angetroffen haben. Und ihr Anblick ist ein äußerst wohltuender. Aber wer sind sie? Ich bin auf der Flucht vor der Katastrophe. Die Welten sind mir neu und versuche zu überleben. Ja. Sondern wirklich erfrischend, ein so offenes Buch wie Sie anzutreffen. Bestimmt steckt es voller erzählenswerter Geschichten. In letzter Zeit tummeln sich in der Welt viele neue Gesichter, die jede Menge tolle Geschichten erzählt haben. Das Sammeln dieser Geschichten ist mein Beruf, wissen Sie? Wilhelma Sasse, Kolumnistin, beste Zeigung von Nightingale, im Sunday Courier, überaus erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Also wenn Sie materielle Dienste bedürfen, Nahrung, Ausrüstung, Schutz, dann können meine Gefährten hier Ihnen sicherlich weiterhelfen. Meine Kunden sind hier stets willkommen. Okay. Schutz. Allerdings tat ich das. Mein geschätzter Kollege hier steht jetzt auf der Suche nach Arbeit. Und er ist hier bestimmt irgendwo. Okay. Er ist von der ruhigen Sorte, aber ein fähiger Kämpfer, Baumeister und Handlanger, was auch immer sie mit ihm anstellen wollen. Wie? Ist das dann wie bei Sons of the Forest, dass ich da meinen persönlichen Sklaven habe? Und ich könnte mir vorstellen, dass er sie nur allzu gerne begleiten würde, sobald sie seine Arbeit hier beendet ist. Okay. Irgendwann können andere Überlebende bei der Suche nach Nightingale helfen. Wenn sie Aufgaben für sie erfüllen, können sie für ihre Gruppe rekrutieren. Okay. Rekrutierte Überlebende können ihnen beim Sammeln, Ernten von Ressourcen, beim Errichten von Bauten und beim Kampf gegen Feinde behilflich sein. Oh, ist sehr praktisch. Aha. Okay. Okay. Cool. Was muss ich denn machen? Wegewandler, Opfer der Tragödie. Aha. Okay. Überlebenden rekrutieren. Erstes du? Eine überlebende Person in der Nähe benötigt Ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerks. Helfen Sie ihr dabei, das Bauwerk fertigzustellen, um die Belohnung zu erhalten. Okay. Und wo? Ja, gut. Mr. Essenzhändler. Zu dir wollte ich eigentlich. Nee. Auch nicht. Bodenleuchter. Cool. Stielampe, Bauprimitiv. Nee, hier ist schon ein einfacher Sägetisch, Schmelzofen, Spinnrad. Was wollte ich eigentlich jetzt nochmal kaufen? Nähbank. Okay. Nähbank. Kaufen. So. Das kaufe ich auch mal. Ressourcen brauche ich eigentlich nicht.
Oh, Wasserflasche. Nö. Ansonsten. Sägetisch. Kaufen wir mal Schmelzofen. Nicht genügend Essenzstaub. Shit. Kronleuchter. Klingt aber auch noch geil. Tischlampe, Stehlampe. Geldkarten habe ich nicht. Aber ich glaube, das war's. Einfach Schmelzofen. Ah, jetzt können wir die ganzen Sachen freischalten. Okay. Das war ein teurer Einkauf. Gut, was haben wir eigentlich hier drin? Mal kurz gucken. Ah. Okay. Oh, mal so ein Hoffnungsecho. Aha. Alles genau. Okay. Spannend. Das lassen wir aber erstmal. Ach so, die Sachen soll ich hier fertig machen. Ja, okay. Okay, Pflanzenfaser. Und Steine. Kriegen wir hin. Ist ja gerade per Zufall hier um die Ecke. Das können die natürlich nicht von selber holen. So, praktischerweise gerade Steine hier auch. Wobei, ich brauche die da. Mit den Steinblöcke. So, Erdamatch. Steine. So, das müsste eigentlich schon sein. Oh, geil. Ich habe also hier meine eigene Sklaven. Das wird ja immer besser. Ja, her damit. Cool. Ja, will ich jetzt mit dir quatschen? Rekrutieren. Cool. Ausrüstung und Invent. Ach, ihm kann ich auch noch Zeugs geben. Laufst du mir jetzt nach? Tuda. Okay, also wir brauchen noch Essenzen für den Sägetisch, für den Schmelzofen. Welche Sachen, die ich irgendwie verwurscheln kann. Extrahieren. So, extrahieren. Knochen. Ja, mach mal. Talisman. Essenzstaub, Essenzstaub. Das will ich eigentlich nicht extrahieren. Ein einfacher Hammer, das auch nicht. Ich werde natürlich auf stumpf einfach Sachen sammeln. Kann ich wenigstens eine Sache noch freischalten? Wo war das? Herstellen, Schmelzofen. Kaufen. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal ein bisschen farmen. Und die Essenz kriegen wir ziemlich leicht. Das ist eigentlich schon ein bisschen... Also es fühlt sich an wie Cheaten. Oh oh. Oh geil, er hilft dir. Okay, machen wir es ganz klassisch. Komm her. Nice.
Nice. Okay, ja, dann machen wir hier doch auch mal schnell frei. Wenn wir schon mal dabei sind. Vielleicht kriegen wir ja noch Essenz. Oh, geil. Nice, 43. Anwesenskarte. So, Robert. Gibt es hier noch seine Dinge? Naja, sieht nicht so aus. Okay, Robert, dann einmal weiter sammeln. Wir brauchen ein bisschen Essenz. Guck mal, wie ist denn das? Wie kann ich dir sagen, mit Robert reden? Ausrüstung, Inventar verwalten. Wie sage ich dir, dass du schließen? Wie kann ich dir sagen, dass du irgendwas sammeln sollst? Dass du vielleicht... Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Das sieht so ähnlich aus wie das eine Tor, was wir oben gesehen haben. Was steht denn hier? Das ist gar nicht eingezeichnet. Antiquarischer Kraftort. Oben sie diesen Ort, um die Mittel der Öffnung von antiquarischen Welpen zu erlangen. Wieso fällst du das jetzt einfach mal so? Okay, wir müssen mal ein bisschen umwandeln. So, extrahieren. Bestätigen. Extrahieren, dankeschön. Was nehmen wir noch? Das da, extrahieren. Edelstein. Ah ja, komm. Robert, ich finde es fragwürdig, was du da machst. Aber okay. Wie viel Essenz haben wir? Sehe ich das irgendwo? Essenzen. Essenzstab 167. Ja, ja, das wird schon reichen. So, delay. Kommt der drauf, dass ich Holz brauche? Guten Tag. Moin. Mörserstation und Spinnrad. Oh, das nehmen wir auch gleich mit. Im Besitz, das braucht man nicht. Nee. Okay, ansonsten repetitive Holzdächer. Nicht genügend Essenzstaub. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer Bude zurück und bauen die neuen Sachen. Kann ich da Schnellreise machen? Nö. Gut, Robert, komm mit. Beziehungsweise... Will ich da... Nee, ich will zuerst meine Ausrüstung verbessern, bevor ich da irgendwo wieder reingehe. Robert, kommst du? Ja, dankeschön. Dann könnten wir gerade mal ausprobieren, die Sachen zu platzieren und mal schauen... ob er dann das baut. Oh, lass es jetzt bitte nicht hageln. Ganz normaler Regen reicht auch. Robert, ja, der braucht noch ein bisschen. Moin sehen. Immer. Wow, hey. Ich bin nur auf der Durchreise. Home sweet home. Finally.
Schön ist was anderes, aber gab schon Schlimmeres. Gut. Okay. Okay. Also, die ganzen neuen Sachen bauen. Nähbank. Machen wir die Nähbank. Würde ich sagen, platzieren wir mal hier. Dann Nähbank. Werkbank haben wir doch schon. Verzauberungsfokus. Würde ich mal so hier hin basteln. Und was haben wir hier noch? Herstellen. Mörserstation. Mörserstation. Machen wir das mal. Machen wir mal hier. Haben wir noch? Mörserstation. Steinmetzbank. Was noch? Steinmetz. Sägetisch. Ja, der ist ein bisschen größer. Gut, und Schmelzofen. Der ist aber niedlich, dieser Schmelzofen. Steinblock und Steine. Okay, da brauchen wir noch ein paar mehr Gegenstände. Robert, wie sieht's denn aus? Ressourcen automatisch aus dem Inventar zu finden, kopieren, bewegen. Ja. Robert, aktuell aus dem Inventar verwalten, nach Retour entlassen. Ich weiß auch nicht, wie das genau mit dir funktioniert. So, Schmelzofen. War da jetzt noch was? Ach ja, das Spinnrad. Robert, geh mal aus dem Weg. So. Gut, Steinblock, Tierfaser, Tierfaser. Kriege ich Tierfaser? Kriege ich das hier bei der Grabstation? Tierfaser. Okay, zweimal. Same Fleisch. Ansonsten Bauholz. Das werde ich vermutlich hierher kriegen. Steinblock und Tierfasern. Und wenn wir hier mal jagen gehen müssen. Gut, hilft nichts. Wir müssen jagen. Wo gehen wir da am besten hin? Geht wieder auch noch. Und Steinblöcke. Was sind jetzt die Tiere, wenn man sie einmal braucht? Ah shit, das ist Hagel. Ja, toll. Ja, ich gehe ja schon rein. Okay, erstmal safe. Ich glaube, wir werden mal kurz was füttern. Einmal auf die 9. Eigentlich, das Schlafsack hätte ich ja gern oben. Machen wir mal kurze Ruhezeit. Perfekt. Beziehungsweise. Wir haben ja den hier. Ganz vergessen. Ah, ich kann nicht beides zeitgleich haben. Ja, okay. Na gut, aber ich kann mich auf die Suche machen. Lass die jagen und dann wird er den Schirm nutzen. So der Plan. Auch das sind ja Babydinger. Oh, und da ist die Mutti.
ich glaube, der braucht bessere Ausrüstung. Wow. Warum fällst du den? Robert, ich brauche kein Holz. Wenn, dann sind es Steine. Und Steinblock und die kriegen wir von da hinten. So, einmal den da. So, nehmen wir gerade den auch noch mit. Okay. Steine auch. Ah, ich glaube, das passt. So, Robert, komm mal wieder mit. Sammeln, sammeln, sammeln. Nehmen wir das Holz nochmal schnell mit. Gut. War noch was vergessen? Nee. Ist nur Holz. Ja, ich denke, ich schaue dann mal später ins Glossar. Weil so bringt mir der Robert nicht sehr viel, wenn ich ihm nicht sagen kann, was er tun soll. So. Erstmal auffüllen. Passt. Tierfaser. Okay, alles soweit aufgefüllt. Tierfaser. Automatisch. Zweimal bitte. Haben wir nichts mehr. Okay. Holzbündel noch eins. Auch Glas und Bahn und Bauholz. Okay. Okay, jetzt schaue ich doch mal ganz kurz ins Glossar. Handbuch. Tagebuch, Glossar. Samen, verschiedenes. Nee, Codex. Essenzen, Handbuch, nö. Auch nicht. Nee. Spielanleitung vielleicht, Inventar. Welten. Schadenseffekte bringt mir auch nichts. Hm. Nicht sehr schlau. So, Robert, komm mal. Jetzt brauche ich tatsächlich Holz. Da kannst du jetzt mal ein bisschen helfen. Machst du jetzt was oder nicht? Du bist komisch. Ach, jetzt machst du was? Okay. So, nehmen wir mit. Oh, danke schön. Oh, Gewehr. Danke schön. Ah, zu schwer. Na gut, einmal abladen. 13 Stück. Ob wir da fürs Gewicht noch irgendwie ein Upgrade bekommen? Oh, erstmal überall. Okay. Das ist fertig. Also wir brauchen Bauholz. Bauholz kriegt man durch Holzbündel. Was? Echt jetzt? Aber jetzt keine Holzbündel mehr? Okay. Was brauche ich sonst noch? Bahn. Fasern. Fasern vor allem. Und Tierfasern. Und noch ein Steinblock. Aber vor allem Fasern.
Moin. So, danke schön. Wo nehmen wir das mit? Hier. So. 8 Fasern. Nice. 25 Fasern. Ich glaube, das reicht jetzt dann langsam. Und wir brauchen noch ein... Oh. Und wir brauchen sowieso Tierfasern. Komm. Dankeschön. Praktisch. Nice, her damit. Ey, mach das nicht auf mich rauf, ne? Danke. Mit? Super. Gut. Ich brauche Stein. Stein, 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 Stein. Oh, hier. Sehr nice. Okay. Nehme ich nochmal einen mit? Ja. So, sollte reichen. Was? Ach, da ist er. Komischer Kauz. Wir brauchen unbedingt Licht. Nice. Ja. Okay, Bauholz. Automatisch. Es braucht 2. Okay. Mehr Holz. Gut, gut. Warum schaut es hier schlimm aus? Halt. Falsch, falsch. So. Geil. So, dann nehme ich gerade noch das hier mit. Bevor es weggeht. Gerade noch gesehen. Das war der von Robert. Jetzt komm, stelle ich mal nicht so an. Zödeli. Also, Bauholz. Wiedergewonnenes Holz? Ah, okay, da kann ich Bauholz wieder zurückmachen. Hätte ich gerne 5-mal. Das ist ein teurer Stoff da. 2:1. Wie schaut es generell aus mit dem Inventar? Steine können wir mal extrahieren. Ansonsten Steinblock. Nee, Holzbündel. 68 Kilo. 2 Kilo Leder. Wir werden jetzt mal hier unsere Lagerdinger hinbauen. Bauen, Lager, das da. Da brauchen wir Pflanzenfaser. Wo ist das jetzt hin? Was ist denn jetzt? Null? Wieso haben wir eigentlich ein Bauwerk-Limit? So.
Wir brauchen Pflanzenwasser. Und Holz. Mal wieder. Wir müssen nochmal schaffen, da eine andere Welt demnächst mal zu kommen. So, Pflanzenwasser, her damit. ...18 haben wir jetzt. Okay. Ja, damit. 26, ja, das sollte reichen. Dann, Kollege Holz. Nehmen wir mal das mit, was eh schon am Boden ist. Ja komm, den nehmen wir jetzt noch mit, Kollege. Und dann wird auch wieder... was auch noch praktisch wäre, ist, wenn wir so Schilder hätten. Fürs Lager. Wenn wir das irgendwie beschriften können, wo was drinnen ist. So, da. Ja, okay. Also, was tue ich denn da jetzt mal ablagern? Ich würde mal sagen... Talisman brauche ich gerade mal nicht. Leder, solche Sachen. Machen wir das mal hier rein. So, Riemen. Bauholz. Das lasse ich. Ja. Siddele, einmal da hin. Ja, ja. War ich sonst irgendwo Bauholz? So zeigt er mir das jetzt eigentlich nicht mehr an. Warum sehe ich die Ressourcen nicht mehr? Da kann ich einen Zwirn herstellen. War ich Faser? Okay. Weil für diese Lampen da. Ja, Fell und Stöcke. Ja, ich glaube, das ist ein Bug. Da werden wir mal durchstarten müssen. Okay. Ich würde sagen, für die Episode belassen wir es erstmal. Wir werden das in der nächsten Episode hier noch fertig bauen. Schauen, dass wir unsere Ausrüstung dann verbessern können. Vor allem mit dem Nähtisch. Das, glaube ich, war. I guess. Wenn wir uns da mal ein bisschen Rauch puffen und dann sollten wir mal in die nächste Welt reingehen, beziehungsweise ich werde mal im Internet recherchieren, wie das funktioniert mit dem Robert, dass ich ihm da Aufgaben geben kann. Dass ich da, also es wäre schon praktisch, wenn ich ihm sagen kann, da hol mal Holz, während ich da am Werkeln bin. Das muss doch irgendwie gehen, ansonsten ist er einfach nur so ein Kampfbegleiter fürs Erste. Naja. Bis dahin, ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Bis bald, hier in Nightingale. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.